Hey, ich wünsche euch also herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Letters to a Friend Episode 1 Farway von Christoph Frey. Von ihm haben wir schon einige Spiele gespielt und das sind eher Spiele, die man so in künstlerisch düsteren Bereich irgendwie ansetzen kann. Und ja, das ganze Spiel ist quasi ein interaktiver Stummfilm, deswegen auch dieser Effekt, wie wir ihn hier schon sehen. Und das ist ganz interessant, glaube ich, ihr werdet sehen. Deswegen sagen wir jetzt mal neues Spiel und los geht's. Das ist der Brief. Kommt auf mich zu. Was kommt auf mich zu? Oh, du kannst dich umsehen. Er sitzt in einem Auto. Fahren wohin? Wo auch immer es ist, da gibt's Strom. Das ist also Zivilisation. Lieber Freund, vielleicht gibt es keinen Abschied. Ich will dir von einer Sache erzählen, die sich vor Jahren zugetragen hat, während meiner Arbeit als Notargehilfe. Eine Sache, nach der ich diese Arbeit niederlegte. Das ist dann wohl der Brief, ne? Eine Rückblende? Oder haben wir diesen Brief bekommen und fahren jetzt irgendwo hin deswegen? Ein Mann namens Joseph Hall verstarb nach einer kurzen Krankheit und ich wurde geschickt, um mit seinem Sohn Marcus Hall über das Testament seines Vaters zu reden. Wir bekamen einen Anruf, in dem er erklärte, er wolle das Haus nicht übernehmen. Wir vereinbarten, uns dort an einem späten Nachmittag zu treffen. Na, mal sehen, was das für ein Haus ist. Und warum er das nicht haben will. Hoffentlich sind wir bald da. Ah, da ist es ja. Ein Haus am Hügel, direkt neben dem Strommasten. Direkt da drüber gehen die. Ja, ja, ich sehe schon Elektrosmog und so. Und was ist das? Der Wald? Kornfeld? Ganz schön modernes Auto für so einen alten Film. Ein Volkswagen. Kann ich das Kennzeichen sehen? Nur knapp. Okay. Und das Haus sieht aber auch echt böse aus, ne? Hier, noch ein Auto. Mercedes. Okay. Schicker alter Mercedes. Wie es scheint. Gehen wir mal rein. Oder versuchen wir mal reinzugehen. Oh, okay. Geh. Ich traf einen Mann, der verloren wirkte, mit einer Last auf den Schultern. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Mein Name ist Marcus Hall. Hallo, Marcus. Also der Sohn. Ich hab's ja immer so mit Namen. Das konnte ich mir dann doch merken. Ich sprach ihm mein Beileid aus. Bitte, kommen Sie herein. Ich konnte ihn kaum hören. Okay. Hoffentlich verliere ich dich nicht. Wir setzten uns an den Küchentisch. Ich nahm das Testament heraus. Ich weiß, mein Vater will mir das Haus überstellen. Ich will es nicht. Kann ich Kaffee trinken? Ich wollte wissen, warum. Er versuchte zu lächeln. Dieser Ort ist für mich. Ich kenne ihn gut und
Sag doch, dass es hier spukt. Da war ein Geräusch, klar zu hören. Ich wusste nicht, woher es kam. Entschuldigung, ich bin gleich wieder zurück. Okay, ein Schrei aus dem Keller, aus dem Folterkeller. Ich will hinterher. Da steht ein Rollstuhl rechts in der Ecke. Okay, der Vater war ja krank. Möglicherweise konnte er auch nicht mehr laufen. Wird wahrscheinlich dann noch vom Vater sein. Vielleicht hat er ihn auch gepflegt noch hier zu Hause. Ah, vielleicht sind das dann schlimme Erinnerungen oder so. Kann ich Kaffee trinken? Kommt er gleich wieder? Da ist er. Okay. Hey. Wenn Sie das Haus begutachten wollen, um einen Eindruck zu bekommen, bevor wir weiter besprechen, bitte tun Sie das. Okay. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, ne? Okay, wo ist er hin? Da ist er. Er wird gebrochen, ne? Traurig. Begutachten wir mal. So gut wir das können. Kinderbilder. Familienbilder. Was haben wir hier? Das Wohnzimmer. Hey, Chuck. Chuck in jeder Ecke. Oh, Skulptur. Selbst die sieht düster aus hier. Mit dem Effekt. Der Effekt ist echt der Hammer. Okay, okay. Können wir hier rein? So, von der Mitte sind wir gekommen. Wie viele Räume hatten das Ding hier? Schlafzimmer, okay. Ist hier auch noch irgendein Bild? Oh. Schönes Haus, ne? Kleiderschrank. Hier mal in die Richtung. Da sind wir hergekommen, da ist die Küche, da wartet er. Okay, was haben wir hier? Badezimmer. Ah, nee, noch ein Bett. Noch ein Schlafzimmer. Sieht eher aus wie ein Kinderzimmer. Oh, was zum Teufel? Ist der Herr etwa Fotograf? Was ist das? Ach, Maler. Okay, er ist Maler. Das sind wahrscheinlich Gemälde. Okay, okay. Ja, hier steht eine Staffelei. Alles klar. Irgendjemand malt hier. Malt der Sohn? Malt der Vater? Hat der Vater gemalt? Man weiß es nicht. Oh. Das ist das Badezimmer, oder? Ja, das Badezimmer. Guck mal hier, mit so einem Einstieg, ne? Also der Vater war definitiv, irgendwie konnte er nicht mehr laufen. Auch hier noch so ein Hilfsgriff an der Seite. Okay, Waschmaschine. Wo führt dieser Raum hin? In den Keller. Okay, gehen wir erstmal in den Keller. Warum nicht? Bevor wir nach oben gehen. Nur eine einzige Tür. Ja, das ist ein Keller. Oh mein Gott. Ist hier ein Lichtschalter? Was ist das? Bauleuchten. Abgedeckte Möbel. Ah, die Heizung. Ja, ist nicht mehr das neueste Modell. Man dafür noch was kriegt. Alte Ölkanister. Ah. Und der Sonnenschirm. Den habe ich doch gesucht. Ah, ein paar Bettgestelle. Und der ganze andere Schrott, den man nicht braucht, ne? Den man einfach so in den Keller pfeffert und dann seine Ruhe haben will für die nächsten 30 Jahre. Nur um sie 30 Jahre später einfach wegzuwerfen, weil man sie eh die letzten 30 Jahre nicht gebraucht hat. Ihr kennt das, oder? Ihr kennt das. Gut, okay. Keller ist ganz nett. Gehen wir mal hoch. Ah, hat die ganze Zeit irgendwie
das ungute Gefühl, dass man gleich irgendwie was Schreckliches findet. Okay. Erste Etage gibt es nicht. Das sieht mir eher nach einem Dachboden aus. Hallo? Geht nicht. Abgeschlossen. Okay. Warum komme ich nicht auf den Dachboden? Das finde ich seltsam. Wo ist er denn? Reden wir mal mit ihm. Als es dunkel wurde, bot er mir höflich an, sein Arbeitszimmer für die Nacht zu beziehen. Ich hatte kein Hotel gebucht und war von der Fahrt müde. Ich dankte ihm und nahm sein Angebot an. So fangen schlimme Horrorfilme an. Arbeitszimmer. Ach so. Ja, stimmt. Da war ein Bett. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wo das war. Ich glaube hier. Ja, okay. Nice. So. Privatsphäre. Ich gehe auch gar nicht mehr aufs Klo. Ich gehe direkt ins Bett. Etwas war nicht richtig, aber ich wusste nicht, was. Vielleicht war es Markus' Trauer und der Grund meines Besuchs. Wenn das der Brief ist, hat derjenige auf jeden Fall schon mal überlebt. Sonst hätte er diesen Brief nicht schreiben können. Okay. Haben wir jetzt mitten in der Nacht? Vielleicht war ich nur müde. Meine Augen waren schwer. Ich hätte über Markus nicht urteilen sollen. Ich versuchte, meine Augen zu schließen und Ruhe zu finden. Ich wachte auf. Da war wieder das Geräusch aus dem Haus. Ich stieg aus dem Bett. Ich würde wetten, das kommt vom Dachboden. Das Problem ist, bei einem Stummfilm hörst du das nicht. Aber wir versuchen es mal direkt am Dachboden. Keller wäre Albtraum für mich jetzt. Ja, Dachboden ist eigentlich auch nicht besser. Sie können nicht schlafen? Entschuldigen Sie. Ich habe sie von meinem Zimmer gehört. Diese Tür ist verschlossen. Ich habe nicht den Schlüssel, aber ich versuche ihn morgen zu finden. Auch wollte ich ihnen etwas zeigen. Jetzt, in der Nacht. Versuchen sie zu schlafen. Und ich bitte nochmals um Entschuldigung, sie gestört zu haben. Gute Nacht. Ich wusste nicht, wie ich antworten soll, war verwirrt und müde, also ging ich zurück ins Bett. Ich sperrte meine Tür zu. Am nächsten Tag brachte er mich an einen nahegelegenen See. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Das Testament war weiter nicht unterschrieben, aber ich wollte nicht respektlos sein. Es ist wie einmal so die Hände so verschränkt. Irgendwie erinnert er mich an einen Vampir. Okay. Wir sind mit dem Auto hingefahren. Mit seinem Auto? Mit dem Mercedes? Mit dem Mercedes. Ich komme. Ja, ich komme. Ich folgte ihm auf einen schlammigen Pfad, neugierig, was mich erwarten würde. Eigentlich bin ich gar nicht neugierig und würde gar nicht mitgehen. Der will bestimmt nur angeln oder so.
Ich komme ja schon. Bin immer noch da. Markus war still und unruhig. Er sagte kein Wort. Warum habe ich denn ein ungutes Gefühl? Was ist da hinten? Das Schwarze, wo er hingeht. Was ist das? Der Folterkeller. Nein, wahrscheinlich. Oh, doch. Vor uns war ein Eingang, eine Art Regenkanal. Ich bin da mal weg, ne? Ciao. Ach, verdammt, ich denke, wir haben keine Wahl. Okay, ich komm mit. Zeig mir deinen Regenkanal. Wir gingen hinein. Wieder kam mir etwas nicht richtig vor und ich wurde unruhig. Wenigstens habe ich meine Kamera von 1890 dabei. Okay. Das ist wirklich ein großer Kanal. Was ist denn hier passiert? Wofür ist das Ding? Wieso gehen wir durch so viele Türen, die man potenziell zuschließen kann? Sehr viele Türen, die man potenziell zuschließen kann. Wenigstens gibt es hier Licht. Ja. Ist das dein Opfertisch? Ich guck mal. Ist das ein Sarg? Junge, was hast du vor? Ist es nicht wunderschön? Oder ist es ein Kunstwerk? Was ist das, was hier hängt? Was? Ich habe es vorher noch nie gesehen. Als ob es auf einmal da war. Habe ich es die ganze Zeit nicht bemerkt? Ich verstand nicht. Dieser Ort war mir unheimlich. Vor allem dieser Raum. Er wirkte wie ein Mausoleum und die Luft war schlecht. Dort standen wir wortlos. Dann gingen wir wieder zurück. Oder gingen wir zurück. Da bist du ja. Okay, erzähl mal, was es mit dem Ort auf sich hat. Ich dachte, ich kenne diesen Ort. Habe ich zum ersten Mal genau hingesehen? Wo sind all die Jahre hin? Ich fühle mich immer noch wie ein Kind, immer noch 11 Jahre alt. Verstehen Sie? Ich glaube, ich verstehe. Hat er die Dinge nicht bemerkt, weil er sich nur um seinen Vater gekümmert hat, möglicherweise? Oder hat er die Dinge nicht bemerkt, weil er nie etwas Neues ausprobiert hat? Weil er das Leben nicht zu schätzen wusste? Mein Vater wollte sich immer um mich kümmern. Er hat mich sehr geliebt und er wollte es nicht akzeptieren, wie ich mich um ihn kümmern musste. Er wollte nicht aufhören, für mich da zu sein. Er wollte nicht aufhören. Verstehen Sie? Er entschuldigte sich für seine Worte und dafür, dass er mich an diesen Ort brachte. Er tat mir leid. Während wir zurückfuhren, sprach er kein Wort. Hm.
Es wurde schnell dunkel und ich wollte vor dem Haus eine letzte Zigarette rauchen. Markus begleitete mich nicht. Ja, rauchen ist nicht gut, Junge. Mach's besser nicht. Waren wir den ganzen Tag in diesem Kanal? Ich wusste nicht, was vor sich ging und ich war müde. Morgen würde ich Markus dazu anhalten, das Testament zu unterschreiben. Ach, das ist ein Baum, ey. Ich dachte, was steht da denn hervor? Oh, ich habe irgendwie Angst, mich umzusehen. Okay. Auch war da kein komischer Geruch. Ich bemerkte ihn von Anfang an, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Er war merkwürdig, wie ein billiges Parfüm. Es war so dunkel und still. Plötzlich hatte ich das Gefühl, jemand beobachtet mich. Hinter meinem Stuhl. Ich fühlte mich unsicher und entschied sofort, ins Haus zu gehen. Vielleicht lebt der Vater noch. Ich gehe sofort ins Haus. Boah, besser ist das du. Lass dir Zeit, Junge. Ob es hier drin besser ist, ich weiß es nicht. Markus? Bist du da? Einfach zu dunkel. Markus? Warum ist die Tür abgeschlossen? Habe ich die vorne nicht bemerkt? Wir wollten noch den Schlüssel suchen. So werde ich doch nie herausfinden, was hier oben ist. Oder ist da jetzt auf? Ach Gott, Gott sei Dank. Okay, dann gehe ich wohl doch ins Bett. Vielleicht nochmal einmal aufs Klo oder was noch was essen. Oder Zigarette reicht mir eigentlich nicht. Markus? Ja, hier ist das Klo. Okay. Sogar Klopapier da. Eureka. So, haben wir das auch erledigt? Ach, der Keller. Oh, der Keller. Nee, ich geh ins Bett. Die Tür war wieder verschlossen und ich bereute es, mit Markus am Abend nicht über das Testament geredet zu haben. Der eigentümliche Geruch war jetzt stärker, beunruhigender. Noch eine Nacht. Wieder, ist das Foto von dieser. Die Bilder. Also macht er ja immer. Ich wachte auf und hatte Angst. Soll ich jetzt rausgehen? Vielleicht ist er jetzt oben auf. Ich weiß gar nicht, wo Markus überhaupt schläft. Kann ich ihn gar nicht fragen. Steht die Tür auf? Sie ist auf. Ich wusste es. Wir mussten hier hin und nicht in den Keller.
Eine Wand aus fauliger Süße erfasste mich, überwältigte mich. Ich bedeckte meinen Mund. Ach, der Vater! Sie müssen jetzt gehen. Er darf sie nicht sehen. Er darf nicht aufstehen. Gehen Sie jetzt! Ich verlor im Schock fast das Bewusstsein. Ich konnte Markus kaum wiedererkennen. Irgendwie schaffte ich es nach unten und sperrte mich ein. Erst als ich sein Auto vom Haus wegfahren hörte, öffnete ich meine Tür. Soll ich dann nochmal hoch? Der wirklich noch lebt, dann müssen wir ihn doch retten oder so. Markus Halver fort. Genauso wie sein Vater. Ich wusste, wo sie hin wollten. Sarkophag? Es regnet auch noch. Da sind wir wieder am Kanal. Ich hoffe, ich finde den Weg. Da hinten. Rennen wir jetzt nicht schlecht. Aber warum? Warum lebt der Vater noch? Oder war das nur die Leiche? Aber man kann ja nicht das Testament eröffnen, ohne dass da irgendwie was erledigt ist oder so, oder? Rauch füllte meine Lungen. Das Atmen war schwer. Oha. Kann ich sie retten? Der viele Regen fing an, die Kanäle zu fluten. Doppelt scheiße für mich. Richtig. Er verbrennt ihn. Dort fand ich Joseph Hall. Er musste es sein. Zumindest was von ihm über ist, ne? Später, als die Polizei ankam, war der Körper längst vom steigenden Wasser fortgetragen und fand die verbrannten Überreste 3 Meilen östlich in einer Kläranlage.
Polizei überreichte mir auch das Testament, das Markus anscheinend unterschrieben hatte, bevor er das Haus verließ. Am Morgen kam der Räumdienst an und ich warf einen letzten Blick auf das Haus. Aber wo ist Markus hin dann? Hat er sich auch quasi mit seinem Vater verbrannt? Krieg ich den mal rein? Ah, da steht schon Container, du. Wo ist mein Auto? Ach, da. Das böse Haus, du. Oh. Moment. Später hörte ich, dass Markus Hall nachts an einem Bahnhof gesehen wurde. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn am Dachboden sah. Sein Gesicht. Vielleicht gibt es keinen Abschied. Fürs Erste werde ich diesen Brief hier beenden. Ich werde so bald wie möglich weiterschreiben. Es gibt mehr zu erzählen. Beste Grüße. Okay. Letters to a Friend. Episode 1 Farewell. Das war's. Okay. Das war ein interessanter Trip. Ich mag ja die ruhige Art und Weise, wie so die Geschichte erzählt wird. Oh, hier ist irgendwie... Jetzt fragt man sich natürlich, was soll das alles? Ist es einfach nur ein Schicksal, was erzählt wurde? Was ist mit Markus? War Markus vielleicht... Da kann man jetzt so viel reininterpretieren. Vielleicht war Markus auch der Geist, der einfach nur seinen Vater, der quasi auf dem Dachboden gestorben ist... beerdigt haben wollte. Weil er sagte, er fühlte sich ja auch wie elf. Als ob sich nie irgendwie was verändert hätte. Vielleicht ist er ja mit elf gestorben. Der Sohn? Der Vater lebte alleine da? Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine tragische Geschichte und er konnte einfach nicht loslassen und wollte das Ganze hinter sich lassen. Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich fand es sehr gut. Es war auf jeden Fall bedrückend, aber auch interessant. Ich mag die Spiele ja sehr von Christoph. Und ich hoffe, dass wir auch bald demnächst vielleicht Episode 2 erfahren. Und sehen und dann erfahren, wie es vielleicht weitergeht. Was mit Markus passiert ist oder was dahinter steckt. Es wäre vielleicht noch ganz gut, den ersten Teil zu kennen. Vielleicht kann man da dann mehr rein interpretieren, wenn man Letters to a Friend kennt. Vielleicht mache ich den auch noch mal die Tage. Und wenn ihr mögt, seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.